Leidest du unter nerviger Zellulite? Stören dich deine ungeliebten Dellen an Oberschenkel, Hüften, Oberarmen und sonst wo? Hast du vielleicht schon vieles ausprobiert, aber bisher leider ziemlich erfolglos? Ja, dann könnte dieser Beitrag extrem aufschlussreich für dich sein, denn wir beleuchten die möglichen Zusammenhänge zwischen Zellulite und den darunterliegenden Botschaften unseres Körpers. Ich wünsche dir viel Freude und heilsame Erkenntnisse. Deine Karin. Zellulite steht im Zusammenhang mit Ängsten, Aspekten meiner selbst, die ich zurückhalte, verdrängten Emotionen, Reue und Groll, die ich hege. Das bezieht sich auf mein Engagement, mir selbst oder einem anderen gegenüber. Ich fürchte mich davor, mich ganz auf den Menschen, den ich liebe, einzulassen und weigere mich, entschlossen zu handeln. Diese Angst kann ihre Wurzeln in einem Ereignis haben, bei dem ich mich verlassen gefühlt habe. Ich weigere mich, einen Teil meiner Jugend näher zu betrachten, denn oft ist es so, dass ich verletzt und von bestimmten traumatisierenden Erfahrungen gezeichnet wurde, die mich heute noch belasten und meine Kreativität und mein Kinderherz hemmen. Zellulite kommt sehr viel häufiger bei Frauen als bei Männern vor, weil ich als Frau viel früher anfange, mir um meine äußere Erscheinung, meine Figur Gedanken zu machen, die ich mir den gesellschaftlichen Normen entsprechend perfekt wünsche. Ich fühle mich möglicherweise wie eine ausgepresste Orange. Vielleicht finde ich mich auch hässlich, minderwertig und neige zu Abhängigkeitsbeziehungen. Der ästhetische Aspekt erhält eine übertriebene Bedeutung. Ich verdränge meine kreative Seite und vergifte mich selbst, indem ich die gesamte Energie, die zum Ausdruck drängt, sei es durch Kunst oder Kommunikation, in mir einsperre. Zellulite ist auch ein Anzeichen dafür, wie passiv ich mein Leben lebe. Ich lasse die anderen für mich handeln, anstatt mich proaktiv und positiv zu verhalten. Meine Unsicherheit ist groß, da ich Angst habe, meinen Ort des Friedens zu verlieren. Ich akzeptiere, dass ich prüfen muss, welche Gefühle mich am entschlossenen Handeln hindern und dass ich diese behutsam in meinen Alltag integrieren muss. Ich erkenne meinen wahren Wert an und lasse es zu, dass sich meine Kreativität entwickelt. So kann die Energie in meinem Körper frei zirkulieren. Louise Hay sieht ihren darunterliegenden Deutungsansatz folgendermaßen. Der Grund oder wahrscheinliche Grund für Zellulite ist aufgestaute Wut und Selbstbestrafung. Das neue Gedankenmuster hierfür lautet: Ich vergebe den anderen. Ich vergebe mir selbst. Ich bin absolut frei, das Leben zu lieben und zu genießen. Die integrierte blockadenlösende Energie in diesem Video wird eventuell gewisse Gedankenprozesse anregen. Also wundere dich nicht, wenn dir heute oder im Laufe der nächsten Zeit viele Gedankenansätze hochkommen, die du so vielleicht bisher noch nie betrachtet hast. Jede kleinste Erkenntnis kurbelt den Selbstheilungsprozess an, egal ob körperlich oder psychisch. Ich wünsche dir augenöffnende Erkenntnisse und freue mich, wenn du einen Kommentar hinterlässt, wie es dir mit diesem Thema geht und was bei dir so hochgekommen ist oder welche Verknüpfungen du vielleicht bei dir entdecken konntest. Ich freue mich auch, wenn du meinen Kanal abonnierst, damit wir diese Reise gemeinsam weitergehen können.
Und ebenso freue ich mich darüber, wenn du diesen Beitrag mit Menschen teilst, die ebenso davon profitieren könnten. Hab eine wunderbare Zeit und bis zum nächsten Mal.